würde lieber gehen. Aber da ich nun mal hier bin, kann ich mich auch etwas umsehen. Warum wir hier sind. Ansonsten können wir aber nichts machen, oder? Ist das der Grund, weshalb Regan Hamley glaubt, Walloran wolle die Ländereien von Shiring für sich selbst? Er ist der Bischof. Er kann tun, wie ihm beliebt. Vielleicht baut er ja nur ein Gästehaus. Nein, dafür ist es zu groß. Was in Gottes Namen baut er da draußen? Was in Gottes Namen? Eine Kathedrale. Fürchte ich nochmal so, wir können sonst nirgendwo hin. Was in Gott? Okay, nee, hier kann man auch nicht mehr hin. Warum? Weil die Welt damals nur so falsch. Na gut, ist jetzt auch heute nicht anders. Dann gucken wir mal nach. Ihr, bitte. Ja. Ihr wart schon einmal hier, nicht wahr? Ja, ich erinnere mich an euch. Philipp, richtig? Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Okay. Gemacht, des Bischofs. Was ist geschehen? Er hat mich gezwungen, ihm aufzutischen. Er hat den Namen des Herrn missbraucht. Und er hat mich gestoßen und angefasst. Oh Gott. Ah, der Mönch. Ah. Hat der Junge euch gerufen? Also? Hat er euch um Hilfe gebeten? Er musste gar nichts sagen. Er musste gar nichts sagen. Ich wusste, dass ihr uns Probleme machen würdet. Probleme? Ich? Wir sind junge Männer, ich und er. Und die raufen nun mal. Ich hatte euch gebeten zu gehen. Und das werden wir auch tun. Was wird der Bischof zu eurem Verhalten sagen? Hör zu, wir stehen alle auf derselben Seite. Tun wir nicht. Du, ich, er, wir arbeiten alle für den Bischof. Er wird mir nichts nachtragen. Manchmal werde ich eben grob. Na und? Wir sind alle Männer Gottes. Naja, ich bin ein Mann. Inwiefern arbeitet ihr für den Bischof? Habt ihr das schon vergessen? Ich hab euch gefunden. Damals in Kingsbridge, als ich ihn begleitet habe. Ihr habt mich nicht gefunden. Ich hab mit dem Bischof geredet. Wir haben eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung worüber? Ich hab Earth Castle für ihn eingenommen. Eure Eltern sind gegen Bartholomäus vorgegangen, weil sie seine Grafschaft wollten. Was sie wollen, interessiert mich nicht. Ich habe Bartholomäus Männer getötet. Der alte Mann hat um sein Leben gebettelt. Auf den Knien hat er mich angefleht. Ich hab's für den Bischof getan. Was? Aber hey, ihr habt sicher auch viel für ihn getan. Glaubt ihr, mein Vater hätte Earl's Castle erobert? Ich bemitleide euch. Fangt ihr schon wieder damit an? Ihr bemitleidet mich? Ihr tut mir leid. Du bist kein Mann. Und er da auch nicht. Wir sind Männer Gottes. Ein Mann tötet. Und ein Mann fegt. Und niemand behandelt mich von oben herab. Niemand! Ich weiß, dass ihr mich und die Hure am Fluss gesehen habt. Ich hätte die Frau gevögelt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und was hätte das bewirkt? Sie hätte ihre Lektion gelernt. Und denkt ihr, ich hätte nicht bemerkt, wie ihr mich und den Pferdedieb belauscht habt? Ich sollte euch dafür töten. Das sollte ich. Ich sag euch was. Ich werde Bartholomäus Hurentochter vögeln. Ich werde sie richtig rannehmen. Ich bin ein Mann. Verdammt, ich würde sogar den Jungen da vögeln, wenn das nötig wäre, um ihn klein zu kriegen. Er sieht sogar aus, als könnte es ihm gefallen. Ein Mensch. Nicht einmal Gott würde diese Sünden vergeben. Natürlich würde er das. Er hat's schon getan. Was? Der Bischof hat's mir gesagt. Dann lügt der Bischof. Hey,
Wir stehen auf derselben Seite. Jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Fraß hier. Scheiße. William hat das Messer an den Tisch gerammt. Was, wenn der Bischof das sehen würde? Wir nehmen es erstmal an uns. Wenn der Bischof das hier sieht, wird er sicher entrüstet sein. Hört das hier niemand? Ich muss hier Ordnung schaffen. Steinrelief. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Was heißt das? So steht's in der Bibel. Das jüngste Gericht. Der zweite Tod der Sünder. Bischof Walleran sagt, wenn ein Sünder in eine Flamme blickt, starrt der Teufel zurück. Aus dem feurigen Pfuhl. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Ich auch nicht. Wie soll er aussehen? Wenn wir das ihm zeigen. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Ich habe euch schon früher einmal von Himmel und Hölle erzählt. Erinnert ihr euch? Natürlich. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Das werden wir ja schon noch sehen. So, kann man da nochmal hineinblicken? Für manche ist die Hölle ganz nah. Was ist? Wir reiten zurück nach Winchester. Sofort. Hat da jemand etwas gesehen? Was ist geschehen? Vielleicht hat er die Zukunft gesehen. Wie kann ich euch danken? Frag nach der Baustelle, frag nicht umgehe. Sagt mir... Was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Valaran baut einen Schloss und hat kein Baumaterial mehr übrig. Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Dieser Mann, William, hatte keine Ahnung, weshalb ihr beide hergekommen seid, nicht wahr? Ihr seid hergekommen, um den Herrn Bischof auszuspionieren. Ihr habt diesen Mann hergebracht. Ich? Geht. Sofort. Aber lasst das Geschirr und Besteck hier. Ich wollte nur den Tisch aufräumen.
Natürlich. Ich wusste, dass ich euch nicht trauen kann, seit ich euch Äpfel stehlen sah, als ihr das erste Mal hier wart. Was ist denn das für ein Arsch? Ich hätte da ruhig durchficken. Also, ich meine, hätten eine kleine Lektion sehr nichts wehgetan. Später zurück in Winchester. Da seid ihr ja. Mein Sohn wirkte bei seiner Rückkehr sehr nachdenklich. Ihr Priester und euer Gerede, ihr macht ihn ganz irre. Er war aber in Hochstimmung, nachdem er damals mit eurem Bischof geredet hatte. Aber wir wissen ja, dass Walloran gut mit Worten umgehen kann. Nicht wahr, mein Gatte? Aber ja, sicher. Und wo wir schon beim Thema Walloran sind, was habt ihr auf eurem Ausritt gesehen, Mönch? Einen Bauplatz. Einen Bauplatz. Ah, dann hat Walloran ein eigenes Bauvorhaben. Wisst ihr auch, was er da baut? Eine Burg. Ja, er baut eine Burg. Für sich selbst. Und er hat jeden Stein und jeden Baum auf seinem Land aufgebraucht. Er behauptet, er wolle Bartholomäus Land für eure Kathedrale. Aber was Walloran in Wahrheit will, ist eine Burg. So ist er immer gewesen. Ihr habt gemeint, wir seien selbstsüchtig. Aber was ist mit eurem Bischof, ha? Was wollt ihr von mir? Als Prior von Kingsbridge werdet ihr zustimmen, dass mein Mann die ganze Grafschaft Shiring erhält. Und warum sollte ich euch einen solchen Gefallen tun? Weil wir euch Steine und Holz für den Neubau eurer Kathedrale geben werden. Der König kann all seine Versprechen einlösen und Walloran kriegt nichts. So lautet unser Angebot. Was sagt ihr? Also wir wissen... Warum baut er eine Burg? Das wäre hier die Frage. Stimme den Handel nicht zu und verhandle. Stimme den Handel zu. Ich weiß noch nicht, was kann man speichern. Nein, nicht einmal speichern kann man jetzt. Das ist jetzt blöd. Wir wissen nicht, wenn wir jetzt nicht, wir können nicht weiterverhandeln und wer weiß, ob sie jetzt da auch den Handel dann auch ausführen. Vielleicht lügen sie auch nur, aber warum wir unbedingt der Bischof eine Burg bauen? Ich gehe mal auf den Handel ein, wahrscheinlich werden wir es bereuen. Einverstanden. Ah! Hast du gehört, mein Gatte? Ja, du sagtest, er würde zustimmen. Mein Mann wird dem König von unserer Absprache berichten. Bischof Walloran wird sehr überrascht sein. Ihr werdet sein wahres Gesicht sehen, wenn er nicht kriegt, was er will. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Nun gut. Dann auf zum Kerkermeister. Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Wir werden trotzdem mit ihm reden. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht bei mir, Bartholomäus. Bartholomäus, ich bin Bruder Philipp. Könnt ihr mir vergeben, was ich euch antat? Wir sind uns nie begegnet, aber ich bin schuld an eurem Schicksal. Niemand ist schuld an meinem Schicksal. Niemand außer mir. Eure Verschwörung.
War sie es wert, dafür zu sterben? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Ich wurde gebeten, euch zu einem Geständnis zu bringen. Das haben schon andere versucht. Warum sollte ich euch gestehen? Ich bin verantwortlich für eure Gefangennahme. Ich fand einen Brief, den ihr an den Grafen von Gloucester geschrieben habt. Mein Bischof Walleran zeigte ihn Percy Hamley. Und warum? Was? Warum sollte dein Bischof das tun? Um einen Krieg zu verhindern und die Kirche zu schützen. Natürlich. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan. Mönch, sag ihnen, ich hätte gestanden. Was? Alles. Meinen Verrat. Aber... Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sag das auch Stefan. Ihr kennt die Bibel? Richard und all jene, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Für seine Kinder gebeten, ach du Heiliger. Aber ich weiß nicht, ob wir das verhindern hätten können. Glaube ich eher weniger. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Zur Feste. Dann gucken wir mal. Sie glauben nicht, dass Walleran's Plan gelingen kann. Sie glauben, Stefan wird Percy Hamley zum Grafen von Shiring machen. Philipp, was ist? Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Das glaube ich eher weniger. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Und alle Güter, die an Ritter verpachtet sind, sowie alles an Ackerland, Weiden, Wäldern und Steinbrüchen. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Und doch, Bischof Walleran, soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Oh oh. Philipp von Gwyneth, mein Bruder. Herr, ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Bedrückt wegen der Kathedrale, wegen der schmutzigen Kutte. Mich bedrückt, dass ich keine saubere Kutte besitze. Habt keine Angst. Ein Mönch soll wie ein Mönch aussehen, nicht wie ein König. Da spricht er. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley. Er sagte mir, dass er euch unterstützen will, was das Baumaterial für eure neue Kathedrale betrifft. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Danke. Ich danke euch, Herr.
Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Walloran, in dieser Sache helfen konnten, nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei, wo auch immer sie sein mögen. Wenigstens das haben wir erreicht. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Natürlich. Vater Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Ja, er ist bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Mein Mann und ich waren entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen können. Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Oh. Das verheißt nichts Gutes. Die Säulen der Erde aus der Asche. Kapitel 6. Die Hamlings. Was du getan hast. Du hast Bartholomäus in seiner Zelle aufgesucht. Du bist mit William ausgeritten und hast Valerans Geheimnis gelüftet. Valerans Diener denkt, du bist ein Dieb und ist dir misstrauisch gegenüber. Du hast einen Pakt mit den Hamlings geschlossen unter ihren Bedingungen. Bischof Valeran glaubt, dass du ihn verraten hast. So wie er uns verraten hat. Aber ich würde sagen, wir gehen nun in der nächsten Folge ins letzte Kapitel hinein. In das Kapitel Nummer 7 des ersten Buches. Mal gucken, wie es ausgehen wird. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für dabei sein. Ich bin echt schon gespannt, wie das Ganze ausgeht, wie es weitergeht. Aber das in der nächsten Folge. Bis dann, euer Erzor. Ciao.